Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Wissen, ihr seid komisch, aber gut. Respekt. Du musst nicht einer Prinzessin zu sagen, dass sie komisch ist. Hier, schön, der kleine Schild. So, den schenke ich dir. Ach so. Der Schild steht an die gut, nicht wahr? Du hast von Zelda einen guten Schild erhalten. Lege ihn im Item-Menü auf A oder B. Ah. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild zu öffnen. Ein Geschenk von Zelda für dich. Das ist ja sehr schön. Okay. Ja. Ja, wirklich, du siehst verdammt aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Andi, gehen wir. Okay, sie folgt mir anscheinend. Aha, das wurde automatisch auf A gelegt, das Schild. Okay. Ich nehme an, ich krieg nachher noch ein Schwert, ne? Ist ja neben Zelda so. Okay. Ich spreche nicht mit all den Leuten. Würde zu lange dauern. Schloss Hyrule. Gut. Also dann, Andi, lass uns zum Schloss gehen. Alles klar. Deshalb bin ich hier. Was ist da links und so noch und rechts und wo auch immer? Egal. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule. Ha. Gongulberg. Hyljasee. Hyljasee, den kenne ich. Den gab es auch noch in Ocarina of Time. Oh, ein Deku. Nehme ich an. Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Tanten eine echte Perle. Andi, tu doch etwas. So können wir nicht zum Schloss. So kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Gut, ich muss ja auch immer so denken, ne? Naja, ich nehme an, das ist genauso. Ja, okay. Ich habe Ocarina of Time gespielt. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem zu machen. Achso. Aber nun bekomme ich. Aber ich bekomme keine Worte, sondern Nüsse aus dem Mund. Oh. Verstehe. Na gut. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. Das ist ein Problem. So, das ist nichts mit den Geschäften. Also zurück ins Heim. Ins heimelige Dunkel. Achso. Heimelig. Na gut. Yay. Der Deko sah süß aus, aber er schmeckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und nehmen das Schwert ab. Ja. Nehmen wir den geschlossenen Weg oder, das sieht nach Fallgrube aus. Ist aber keine. Gut. So. Ich spreche mal kurz mit denen. Willkommen auf Schloss Hyrule. Hey. Ah, Prinzessin Zelda. Ihr hattet wieder das Schlossgelände verlassen. Ja, und die tun nichts dagegen, ne? Schöne Wachen. Will ich auch haben. Mit denen spreche ich jetzt aber nicht. Oh, du siehst wichtig aus. Ah, Andi. Du hast das Schwert mitgebracht. Wer ist das eigentlich? Damit ist das Schwert zurückgegeben, registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Darf ich zugucken? Also bis später, Andi. Das Fest war toll, nicht? Ja, du hier bist, Andi. Bleib doch zur Siegerehrung. Okay, mach ich. Ja. Andi, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es Schwert der Minish. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Oh mein Gott. Oh, wir sehen endlich mal den König. In bisherigen Spielen habe ich da noch nicht gesehen. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Sagt das der Typ da oder der König? Der Sieger möge hart betreten. Hä? Okay. Warum heißt der Fatih, muss ich nicht verstehen, ne? Hehehehe. Hätte nicht gedacht, dass es so gut kommt. Sie sieht unbedächtig aus. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Oha.
Hihihi, keiner wird mich aufhalten. Einfach gebumst, Manuel. Ich hab einen komischen Kopf da. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh mein Gott! Was ist das, PK? Das ist, glaube ich, definitiv nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Okay, was ist mit Zelda los? Der König interessiert mich nicht, ne? Egal. Was soll das? Mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Im Weg sein, das weiß ich schon, das nehmen sie ja so. Durch meinen Fluch, der zu Stein. Oh. Den hat sich doch hervorgestellt. Ich meine, Andi, egal. Hey, das passiert mit allen, die sich mir in den Weg stellen. Stimmt nicht, dann wäre es mit mir passiert. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Der ist doch gerade rausgeflogen. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Na auch gut. Ich weiß, dass ich das... Ich werde in Ruhe danach suchen. Okay. Die Lache sich auch komisch an. Wow, wie hat er das gemacht? Es ist und bleibt ein Rätsel. Schlafe ich schon wieder in Klamotten? Da ist noch jemand im Raum und, gut, stehe ich auch mal auf? Hallo? Warum ist hier nix? Warum ist keine Musik und kein gar nichts und, überhaupt und so? Und warum ist ein alter Mann im Fenster? Oh, ich wach auf. Ja, ich habe im Klamotten geschlafen. Okay, wer bist du? Da bin ich aber froh, dass du wieder bei Bewusstsein. Ich war zu Bewusstsein, hä? Dein Großvater Alberich ist mein König. Ich dachte, das ist ein Onkel. Oder ist das der Onkel von Zelda gleichzeitig? Heißt das, ich... Moment, dann wäre ich mit Zelda verwandt? Hä? Nee, das kann doch hier irgendwie nicht sein, sonst kann ich nicht in so einer alten Hütte leben. Egal. Gucken wir einfach, was an uns zukommt. Ah, Andi, David, du bist wieder wach. Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Also, könnte man so gehen, ne? Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk auf der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im... Ja, bald. Sie Schwert der Minish. Und nur Sieg. Zerbrochene Schwert wieder zusammen. Warum läuft der Typ und er redet auf der Stelle? Das sieht das würde ich nicht machen. Aber was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Da läuft man wieder auf der Stelle. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal wie sehr sie es auch... Aha! Wenn das so ist, Andi, du kannst doch gehen. Ja klar, schick deinen netten Enkel oder was auch immer los, ne? Andi, wenn du... Möchte ich auch... darum... Meisters. Die Minish, wie man das heilige Schwert wiederherstellen. Ich möchte nicht, dass dir auch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich das zerbrochene Schwert und dies. Das hört sich mysteriös an und dies. Zerbrochenes Schwert der Minish erhalten und was noch? Auf ihnen steht das heilige Schwert